Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ja, man ist auf der Suche nach einem Kompromiss und nun ist der neue Vorschlag. Impfpflicht ab 60. Ja, jeder muss sein Gesicht wahren und keiner darf keinen beigeben. Unser Vorschlag zu diesem Thema, vielleicht eine freiwillige Impfpflicht ab 104. Nun, wir hatten es ja gestern schon thematisiert. Wir machen jetzt einen Industriekonzern zu einem staatlichen Betrieb. Robert Habeck prescht voran. Gazprom wird eine Treuhandverwaltung bekommen. Mit einer Antwort darauf hat Wladimir Putin nicht lange gewartet und Konsequenzen angedroht. Möglicherweise dreht er den Gashahn ab, stellt er die Öllieferung ein und möglicherweise kriegen wir auch sonst nicht mehr allzu viel aus Russland. Nun gut, mit der Firma Gazprom für Habeck können wir dann auch noch folgenden Vorschlag machen. Vielleicht produziert man dann dort Lachgas oder man benutzt die Firma, um Gleitmittel herzustellen. Irgendwie muss ja alles geschmeidig bleiben. Leute, in diesem Sinne, wie immer, schaut über den Tellerrand. Lasst euch kein X für ein U vormachen. Bleibt wachsam, geht hinaus, sagt eure Meinung. Ich wünsche euch einen schönen Tag in Gelassenheit und Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.